Ganz herzlich willkommen. Wir heißen euch herzlich willkommen zur Ratingen Late Night. Und wir sind sehr froh, dass ihr da seid. Wir sind aber auch mega froh, dass ihr da seid, weil ihr seid eine Menge, ihr seid viele und wir heißen euch ebenfalls herzlich willkommen. Ich bin nicht alleine. Ihr habt sie gerade schon gehört. Unsere unfassbar tolle Showband, das sind die Mighty Ratinger, bekannt als Slaybeat. Und dann haben wir unseren jungen Mann, das ist nicht unser Notar am heutigen Tage, wobei er notarähnliche Aufgaben teilweise auch wahrnimmt. Herzlich willkommen, Olli Fischer. Guten Abend. Hallo. So, ganz wichtig, in so einer Talkshow ist natürlich nicht nur eine coole Band, ein super Olli und ein schöner Tisch, sondern ganz wichtig sind auch Gäste. Und da wollen wir direkt anfangen. Ratinger Urgestein, der ist in Rating geboren, aufgewachsen und der wächst weiter in Rating auf. Und wir freuen uns, dass er heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, Alexander Seidel. Alex, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Höchst gerne, höchst gerne. Ratinger Themen, du bist definitiv ein Ratinger Thema. Du machst Musik seit 12 vielen bis Jahren. 14 Jahren. Seit vielen Jahren. Ja, genau. Seit vielen Jahren. Und du schreibst deine eigenen Songs. Ganz genau, ja. Ich bin Singer-Songwriter, ja. Okay. Ja. Gibt es da irgendwie ein besonderes Thema, wo du sagst, das ist mein Thema, da schreibe ich besonders gerne? Oder schreibst du über alles aus deinem Alltag? Ich schreibe eigentlich über alles aus meinem Alltag und primär so das Leben an sich, so ein Riesenthema, was ich immer mal wieder in unterschiedlichen Facetten behandle. Und große Themen sind Freundschaft, Liebe tatsächlich, ja, natürlich auch als Singer-Songwriter erfüllt man das Klischee, aber man macht es auch gerne. Und so jugendliche Themen, mittlerweile bin ich 25, das heißt ein bisschen nicht mehr ganz jugendlich, aber junge Erwachsenen-Themen kommen da so durch. Okay, und das ist auf jeden Fall spannend. Ich habe dich schon sehr häufig auf der Bühne erlebt. Was ich bei dir sehr beeindruckend finde, es sind nicht einfach nur, du reist bei Konzerten nicht einfach nur irgendwelche Songs hintereinander, sondern dein ganzes Konzert ist immer wie eine Story. Was steckt dahinter? Ich habe meine Konzerte so gestaltet, dass, wie wenn ich selber ganz gerne Konzerte erleben würde. Und zwar, man gibt natürlich die Musik raus, die Leute können sich das anhören, wenn sie zu Hause, sage ich mal, auf Spotify etc. sind. Aber bei einem Konzert sollte es darüber hinausgehen. Dementsprechend erzähle ich ganz gerne was dazu, gebe nochmal eine Background-Story. Und bei mir, ich spiele auch nicht unbedingt mit Backing-Track. Jedes Lied ist quasi live und hat manchmal einen schnelleren Passage als zum Vortag, wenn ich irgendwie zwei Tage hintereinander spiele. Also jeder Act ist individuell. Das mag ich, ist ein bisschen authentischer. Also man könnte schon fast sagen, deine Konzerte gehen ein Stück weit in die Opernrichtung von der Inszenierung her. Nicht von der Musik. Ich komme ursprünglich vom Theater und also ja. Da kommt eins zum anderen. Vielleicht, ja. Nur ist ja die ganz große Frage, die man eigentlich jedem Musiker stellt, kann man davon leben? man kann davon leben, ja. Kannst du davon leben? Es ist auf dem Weg dahin tatsächlich. Also die nächsten Aufnahmen sind geplant und man möchte natürlich mehr neue Musik mit den Leuten teilen, dass das über die Konzerte auch hinausgeht. Ja, genau, ist auf dem Weg dahin. Ich sag mal so, als Otto Normalverbraucher stellt man sich halt die Frage, wie sieht so ein Tag von einem Musiker aus? Also es ist ja gerne, man kennt das Leben, dieses 9-to-5-Leben, man steht morgens auf, geht zur Arbeit, kommt nach Hause, liegt auf der Couch, guckt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mhm. Und die Vorstellung ist ja auch gerne mal, ja, da sind die einen Fans hier. Ja. Die Vorstellung ist ja gerne, Musiker, die von ihrer Kunst leben, schlafen bis nachmittags, nehmen extrem viel Drogen, Alkohol, essen was, machen dann eine Show und feiern dann. Ja, das würde ich so bestätigen. Absolut. Ne? Also so genau ist es nicht, vor allem nicht am Anfang, wenn man noch versucht, seinen Weg zu finden und die kleinen Bühnen mitnimmt, die auch sehr, sehr schön sind. Vielleicht bin ich nicht der klassische Musiker, ich mache einige Dinge. Deshalb also einige kreative Dinge, die alle projektbezogen sind. Also Musiker schlafen vielleicht manchmal länger, haben aber vorher auch noch einen Auftritt gespielt und wenn keine Roadies mit dabei sind, auch noch bis 2 Uhr nachts abgebaut und kommen dann um 3 nach Hause, müssen runterkommen und schlafen und dann irgendwann um 10 Uhr, 11 Uhr vielleicht aufwachen und weitermachen. So auf Tour oder projektbezogen, dann steht man um 7 Uhr morgens auf und setzt sich an den Computer, versucht irgendwie die neuen Sounds und die neuen Songs fertig zu machen. Ich glaube, es gibt keinen klassischen Tag für einen Musiker. Kann man nicht beantworten.
das, was gerade anfällt. Der Job ist unglaublich vielseitig. Auf jeden Fall. Immer was zu tun. Apropos immer was zu tun. Du bist ja Singer und Songwriter. Das heißt, du schreibst Songs. Ja. Dann frage ich mich, was ist das für ein unglaublich langer Song geworden? Das ist ein sehr langer Song geworden, muss ich sagen. 80-Seiten-Song tatsächlich. Nicht schlecht. Du hast ein Buch geschrieben. Korrekt, ja. Warum? Weil ich Bock drauf hatte. Das ist eigentlich die ehrlichste Antwort, die man nennen kann. Ich habe immer schon geschrieben. Seitdem ich klein bin, habe ich immer viel gelesen, konnte mich in Stories gut ausdrücken, habe aber nie was rausgegeben. Also die Sachen, die man angefangen hat, liegen bei 100 Seiten liegen oder so und sind dann in Songs geflossen in irgendeiner Art und Weise. Das war ein Ventil und ich habe aber irgendwann gedacht, ich möchte meine Geschichten so präzisieren, dass man sie anderen Leuten zum Lesen geben kann. Und das ist das Erstlingswerk. Ich bin sehr stolz drauf und freue mich hier heute auch damit hier zu sein. Und dementsprechend musste das einfach irgendwann mal raus. Licht im Leben. Worum geht es in diesem Buch? Ich glaube, jeder kennt das Lied Ich war noch niemals in New York. Es geht um einen Mann, der dieses kurze Momentum von einfach mal frei sein und einfach mal ausbrechen und gehen. Aber er zieht es nicht durch. Er geht natürlich nach Hause zu seiner Familie. Und mein Charakter kündigt seinen Job einfach von jetzt auf gleich. Er springt nicht aus dem Fenster, sondern er geht einfach. Aber er steigt in den allerersten Zug, der kommt. Und der bringt ihn nach Südfrankreich. Und ein bisschen zufallslastig kriegt er dort unten eine andere Idee für sein Leben. Ist das vielleicht in irgendeiner Form ein Stück weit autobiografisch oder zumindest so ein Plan, ein Wunsch, ein Traum? Ich stand häufig schon am Bahnsteig und dachte mir, wenn da oben Zürich stand, München oder Berlin, boah, es wäre ja echt schon mal eine schöne Sache. Ich habe das Wochenende frei, warum nicht? Man macht es aber irgendwie nicht. Autobiografisch insofern ja, weil nämlich auch jedes Lied ist irgendwie autobiografisch, was ich schreibe. Wie viel davon Autobiografie ist, also autobiografisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es sind eigene Gedanken, die die Figuren haben, die ich auch habe. Ja, wie viel oder wie wenig, das überlasse ich gerne dem Leser, aber ich glaube, man kann nichts schreiben, ohne einen Bezug dazu zu haben. Also ich habe das schon oft gehört, wenn ich mit Autoren gesprochen habe, dass sie halt auch sagen, so ziemlich jeder Charakter in der Geschichte ist irgendwo aus dem wahren Leben inspiriert und bekommt halt einfach einen anderen Namen, aber den Charakterzug oder die Charakterzüge und das gefühlte Aussehen sind halt von diesen Personen, die im wahren Leben sind. Ist das bei dir auch so? Ja, würde ich sagen. Nur kennt man jemanden von den Personen? Du bist noch nicht drin. Das beruhigt mich ein bisschen. Ja. Vielleicht im Folgeroman. Ich glaube, man kennt keine. Es sind eher so Eigenschaften, die man im Nachgang dann an anderen Leuten wiedererkennt, dass die Einfluss in Figuren gefunden haben. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Wenn du mal ein Buch schreiben möchtest mit Bier im Leben, dann darfst du gerne meinen Charakter nehmen. Alles klar. Ein Braumeister aus einer kleinen Stadt. Ja. Na, Braumeister, so weit bin ich nicht. Ich bin nur zertifizierter Bierklugscheißer. Ich darf drüber reden als Sommelier. Aber selber machen ist... Aber das wäre eine Top-Charakterisierung für den Klappentext tatsächlich. Wir reden da gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Das ist eine fantastische Idee. Aber apropos reden. Der Olli hat eine ganze Menge Fragen, wie ich gesehen habe. Und damit kommen wir zu den Bierdeckelfragen. Ja, Alex, du hattest gerade schon gesagt, also da war ich jetzt gerade, muss ich kurz schlucken mit, ich stehe da manchmal 7 Uhr auf und setze mich schon an den Rechner, weil ich sag mal so, gerade in den Kreativberufen, man kann Kreativität nicht mit dem On-Off-Knopf an- und ausschalten, das funktioniert nicht. Wo würdest du sagen, ist so deine kreativste Schaffenszeit? Also bei mir ist das manchmal von 2 bis 5 Uhr morgens, weil dann schläft die Stadt, es ruft dich keiner an, es kommen keine E-Mails und du hast dann wirklich mal Zeit, dir einen Kopf zu machen. Wo liegt das bei dir? Wo würdest du sagen, da passiert vom Gefühl her am meisten? Also beim Schreiben vom Buch habe ich tatsächlich auch in der Nacht geschrieben. Das war ganz gut tatsächlich, so 2 Stunden in der Nacht, das war super. Aber das war eher Handwerk, ich wusste, was ich schreiben wollte dann schon. So die Kreativität, die geht einfach nur, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, auf sich selbst zu hören. Das kann bei allem sein. Entweder in einer Mathe-Klausur, die man nicht schreiben will. Das funktioniert super beim Duschen oder beim Spaziergang. Ja. Okay. Eher so in solchen stillen Momenten, wo man genau über so ein Projekt nachdenken kann. Genau. Kreativität in der Mathearbeit, die habe ich auch viel gehabt. Ja, ich auch. Da sind wir schon mal 2. Aus der Not herausgeboren. Dann eine Frage von unserem Publikum. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen?
Ich habe Gitarrenunterricht genommen. Meine Eltern sagten damals, ich soll ein Instrument lernen. Mhm. Und dann war ich begeistert von Klavier, Cello, Gitarre und Geige. Dann haben meine Eltern gesagt, Junge, das ist zu viel. Ein bisschen. Das kannst du auch nicht zeitgleich spielen. Und dann hat mich irgendwann mal ein Gitarrenlehrer in der Musikschule in Velbert davon überzeugt, Gitarre zu lernen. Das war ein ganz kurioser Typ. Bisschen Hippie würde ich den beschreiben, lange Haare. Aber der hat auf seiner Gitarre gesungen. Und dann hat er gesagt, komm her. Du kriegst die Mädchen und du kannst im Lager vorher gerade sagen, sitzen. Da kann der Micha sicherlich auch ein Liedchen von singen. Gitarre lernt man wegen den Frauen. Ja. Und dann war ich infiziert und habe das ausprobiert. Das hat funktioniert und deshalb bin ich bei Gitarre geblieben. Sehr schön. Ja. Machst du das schon hauptberuflich? Ich mache mich gerade selbstständig im Bereich Singer-Songwriter, Autor und Fotograf. Also komplett Kreativität ist angesagt bei mir, aber Singer-Songwriter, das ist so das, wo das Herz am meisten dran hängt. Mhm. Ja. Schließlich super. Die nächste Frage, hast du oder machst du auch Songs für andere? Bisher noch nie. Ich werde in diesem Jahr erstmalig einen Songwriting-Workshop geben, weil ich dafür angefragt worden bin. Mhm. Der ist so darauf ausgelegt, dass man mit der ersten Idee nach Hause kommt und den unbedingt weiterschreiben, fertig schreiben möchte. Weil ich herausgefunden habe, es gibt so tolle Ideen, die man hat, und wenn man nicht denjenigen hat, der einem sagt, mach mit der Idee weiter, dass man die irgendwann vernachlässigt. Verwirft. Und das ist total schade, selbst wenn es ein schlechtes Lied am Ende wird. Die Idee sollte auf jeden Fall ausgereift werden können. Ich habe bisher noch nie für andere geschrieben, mal für ein Projekt einen Song beigesteuert, aber bin eher Singer-Songwriter, nicht nur Songwriter. Du bist ja auch noch jung, da ist ja noch Luft nach oben, definitiv. Gibt es einen Singer-Songwriter, also wenn wir das jetzt mal so einkategorieren, wie Clouseau oder Tim Bensko, so irgendeinen, wo du sagst, so, das ist schon so mein Lieblings... Der Christian winkt gerade. Ich weiß es. Also quasi, wer ist denn so dein Lieblingssongwriter, wo du sagst, so finde ich cool, die Inhalte, alles, was transportiert wird, das Gefühl, wo lehnst du dich an und sagst, so da möchte ich gerne mal in die Richtung gehen oder hinkommen? Christian? Also ich tippe, die richtige Antwort ist A, Milo. Das ist korrekt. Es gibt auch noch eine... Ja, das ist richtig. Ich habe viele Einflüsse in meine Musik aufgenommen, weil ich gerne Musik gehört habe und dann von Leuten mit Gitarre. Mhm. Und das war allen voran der belgische Singer-Songwriter Milo. Man kennt bestimmt die Songs EO Technology, You Don't Know, You and Me in My Pocket und wie sie alle heißen. Und darüber hinaus sind dann aber auch noch andere auf den Schirm gekommen. Ed Sheeran ist natürlich eine Größe, die darf man nicht außer Acht lassen, weil er... Allein dadurch, dass er vorangetrieben hat, was er macht, viel für junge Künstler getan hat, weil die in ihm gesehen haben, es geht in einem Holzfällerhemd, mit einer Loopstation oder alleine einfach nur auf der Bühne. Ich denke auch, also was er halt trotz jetzt dieses Superstar drumherum, was er da mittlerweile hat, er kommt immer noch sehr natürlich, offen und ehrlich und authentisch rüber. Ich glaube, das ist halt so ein Kernding halt. Ne? Ja, und ich habe herausgefunden, weil ich irgendwann mal Reinhard May gecovert habe, dass ich mich auch in erzählenden Liedern sehr, sehr wohl fühle. Mhm. Und war einmal bei einem Konzert von ihm und war begeistert, wie ein Mann mit einer gewissen Aura, die ihn tatsächlich umgibt, einen Raum mit 7000 Leuten derart einnehmen kann. Mhm. Einfach nur, während er auf was erzählt. Und in der Wahrnehmung, Reinhard May, man kriegt gar nicht mehr so viel, finde ich, mit, wie es noch in den Ende 80er, 90er war. Ja, Reinhard May, 60er, 70er, Michael. Ja. Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Wir brauchen eine Aussage von Zeitzeugen. Ja, genau. Ich habe die Zeit weggeginnt. Ja. Frage aus dem Publikum. Was ist denn so dein Lieblingslied derzeit? Wow. Das ist verdammt schwer. Ich finde, das beste Lied, vielleicht können wir das so beantworten, was jemals geschrieben worden ist, ist für mich My Way von Frank Sinatra. Dicht gefolgt von Circle of Life von Elton John. Mhm. Finde ich einfach Wahnsinn, die Lieder. Ich mag die Songs auch, wenn ich alleine mit Gitarre bin, die wirklich groß werden. Mit kompositorischer Vielfalt und Raffinesse. Und am besten mit Orchester dabei, weil man dann einfach das Größte an musikalischem Volumen haben kann, was man hat. Und wenn das in einer Aufnahme integriert ist, die auch noch gut gemacht ist, dann tanze ich sogar bei Balladen durch mein Zimmer und denke mir so, ja, das ist jetzt das Größte, was ich hören kann. Super, super. Ich würde sagen, eine haben wir noch. Gerne. Also ich kenne es halt auch aus meinem Beruf, dass Musiker, für viele ist es ein Traumjob.
wenn sie dann wirklich da drin stecken, merken sie irgendwann so, wow, es ist nicht alles Sex, Drugs, Rock'n'Roll, sondern es ist auch sehr viel Disziplin dahinter, sonst würde es gar nicht funktionieren, schon gar nicht über längeren Zeitraum. Ist das für dich schon so ein Traumberuf, da mal hinzugehen, das Ding anzupacken und dann mindestens deutschlandweit unterwegs zu sein? Also ich mache das jetzt seit, mit eigenen Songs auf der Bühne stehen, mache ich jetzt wirklich so seit 10 Jahren, seit 14 Jahren so grob Musik. Und ich habe einfach erkannt, dass es Leute gibt, vielleicht sind auch ein paar im Publikum, die sagen, wir finden das interessant, was der junge Mann da macht, wir verfolgen das jetzt mit. Und es gibt einige, die sind schon seit den 10 Jahren dabei. Und es wurde ja tatsächlich immer ein bisschen größer. Und ich habe das neben der Schule gemacht, neben der Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Und jetzt bin ich in der Position, wo ich sage, ich möchte das weiter ausbauen. Und jetzt habe ich wirklich Zeit und wirklich Energie, das voranzutreiben. Deshalb wird es in diesem Jahr 2 Projekte geben. Ein deutsches, eins zum Buch tatsächlich, ein Musikprojekt, und ein englisches, weil die musikalische Bandbreite breiter geworden ist. Und wenn man einmal das Gefühl hat, wie es ist, ein eigenes Konzert zu veranstalten, die Leute kommen und gehen nicht schlechter gelaunt, sondern besser gelaunt, dann möchte man das ein Leben lang machen. Mega, super. Ja. Liebe Zuschauer, wenn ihr auch mal Bierdeckel-Fragen stellen wollt und ihr Tickets haben wollt für unsere Show hier im Ratinger Bürgerhaus, dann schaut mal bei uns auf der Webseite vorbei, denn da gibt es auch Tickets. Da werden wir immer veröffentlichen, wann die nächsten Aufzeichnungen sind. Und für heute, für den Alex, waren das die Bierdeckel-Fragen. Vielen Dank. Du hast gerade gesagt, der Traum ist es, dass die Menschen nach dem Konzert besser gelaunt nach Hause gehen. Wollen wir das heute hier mal in einem Feldversuch? Wir haben ein Publikum vorbereitet. Dieses Publikum sieht gut aus, auf jeden Fall. Sieht extrem gut aus, ist zum größten Teil unvorbelastet, ja, aber ich glaube offen für musikalische Darbietungen. Wäre das in deinem Interesse? Das wäre Wahnsinn. Welchen Song würdest du uns denn jetzt präsentieren wollen? Ich würde aus meinem kommenden Album Licht im Leben, was gleichnamig nämlich zum Buch ist, dazu darf ich vielleicht noch einen Satz sagen. Man kann sehen, das Buch ist relativ schmal. Das ist eine Geschichte, die auch auf 300, 400 Seiten hätte erzählt werden können. Sie ist auf 80 gekommen. Ich habe sie ein bisschen eingekürzt damals, um eben viel auf wenig zu erzählen. Und möchte die Geschichte aber auf die Bühne bringen und dementsprechend arbeite ich gerade an einem Programm, das auch den gleichnamigen Titel trägt, Licht im Leben, und dazu füttere ich das Ganze mit ein bisschen mehr Gefühl durch und Geschichtserweiterung durch Songs. Und daraus würde ich vielleicht einen einmal heute präsentieren wollen, der heißt Felder und Wälder und ist keinem richtigen Kapitel zuzuordnen, sondern eher so ein Kapitel, was weggefallen ist, was so zwischen den Zeilen steht, und wie kann man ein Gefühl des Ankommens oder sich auf einmal Wohlfühlens besser beschreiben, als wenn man das in Musik packt, dachte ich mir. Das ist jetzt auch ganz besonders der Punkt, wo die Leute, die unsere Show, unsere Rating Late Night im Internet schauen, auf Pause drücken und sagen, wo kriege ich dieses Buch? Wo müssen die denn hinlaufen? Überall, am besten zum örtlichen Buchhandel, in Buchhändler des Vertrauens, weil es da immer noch am schönsten ist, weil man dann vielleicht direkt mal reinlesen kann und andere Bücher noch mitnimmt. Über einen Online-Shop hier ist es ja gerade in Ratingen, gibt es überall das Buch sofort. Eigentlich ist es ein Print-on-Demand-Werk, das bedeutet, es wird erst nach erfolgreicher Bestellung gedruckt. Super nachhaltig, aber hier in Ratingen ist es von den Buchhändlern sofort verfügbar gemacht worden, weil sie gedacht haben, es gibt Leute, die wollen einmal auch mal was anfassen, bevor man es kauft, und einmal reinlesen und dann vielleicht mitnehmen. Sehr gut, dann würde ich sagen, wechseln wir, also vielmehr du, wechselst einmal kurz die Location sehr rüber in unsere musikalische Ecke. Ja, dankeschön. So, dann kann ich noch mal ganz kurz sagen, Leben im Leben heißt dieses Erstlingswerk von Alexander Seidel. Und während er es spielt, werde ich mal ein bisschen lesen. Und ihr könnt das Lied Felder und Wälder genießen. Ganz viel Spaß, hier ist für euch Alexander Seidel. Dankeschön. Stets auf der Reise und das Schicksal steht nicht wirklich an meiner Seite. Doch hier, doch hier,
springt von Wäldern ohne Empfang. Stellt sich die Frage nach all den Jahren neu anzufangen. Oder bin ich schon dran? Ein wenig verwirrend, wie ich mich fühle. Ich denk nicht mehr nach. Ich hab keinen Auftrag, voll keinen Plan. Ich hab nur den Tag. Seit meiner Ankunft bin ich nicht mehr auf Reisen. Hab das Gefühl, ich muss keinem was beweisen, nicht mehr. Yeah. Mit Sinn und Feldern, umringt von Wäldern, ohne Empfang. Stellt sich die Frage nach all den Jahren. Neu anzufangen, oder bin ich schon dran? Voller Abenteuer, manche sind mir nicht geheuer. Manche werde ich nie erleben, doch nach den anderen werde ich streben. Die Welt ist voller Möglichkeiten, sieh und nutze sie stets weise. Wer das Buch schon vor dem Ende schließt, begibt sich nie auf seine Reise. Ich bin mehr als nur ein Leben, bin mein eigener Gestalter. Doch nur wenn ich beginnen kann, so werde ich zum Entfalter. Wie eine Raupe, die sich erst verpuppt und anschließend zur Schönheit wird, muss auch ich mich erst verpuppen, damit ich weiß, was aus mir wird. Mit in den Feldern, umringt von Wäldern, ohne Empfang. Stellt sich die Frage nach all den Jahren neu anzufangen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für die Einladung. Dankeschön. Dankeschön. Ja, die Liebe zum Leben ist ein riesengroßes Thema und genau da wollen wir jetzt auch drüber sprechen. Und da freue ich mich ganz besonders auf Anja Eschweiler. Ganz herzlich willkommen. Anja, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Anja, die Liebe zum Leben ist ein großes Thema, da wo du jetzt arbeitest. Du arbeitest im Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf. Und da ist der ein oder andere jetzt erstmal so, wow, ein Kinderhospiz, ein Jugendhospiz und dann Liebe zum Leben. Aber das Leben ist bei euch der zentrale Punkt. Ja, es ist tatsächlich so, dass das Leben und die Lebensfreude bei uns im Mittelpunkt stehen. Alles, was wir machen, richtet sich danach einfach die Zeit, die noch da ist, egal wie lang sie ist, so positiv und so erfüllt wie möglich zu gestalten. Und das ist das, was wir jeden Tag tun. Und wir haben da ein Motto, das heißt, dass wir dem Leben zwar nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben geben können. Und das ist das, was wir versuchen zu machen, jeden Tag so viel Leben wie möglich reinzustecken. Ich weiß noch, vor 12 Jahren habe ich in meinem alten Laden eine Umfrage gemacht. Wir wollen eine Spendenaktion machen.
wo sollen wir hinspenden? Es waren ganz viele, die gesagt haben, ans Kinderhospiz. Wo ich jetzt auch erstmal so, oh, puh, schwere Kost. Und habe gesagt, ich möchte jetzt erstmal hingehen und möchte einfach mir selbst ein Bild machen und dann entscheiden, ob wir dahin spenden wollen. Und aus diesem einen Jahr sind viele Jahre geworden, weil ich werde nie vergessen, diese Liebe, diese Lebensfreude, mit der ich da aufgenommen worden bin, mit der die Kinder aufgenommen werden, mit der die ganzen Familien aufgenommen werden, ist einfach unfassbar schön. Und ja, ich muss sagen, seitdem bin ich sehr, sehr großer Fan von dem, was ihr da tagtäglich macht. Denn das ist absolut wirklich einfach nur toll. Dankeschön. Dafür schon mal ein riesengroßes Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Du bist jetzt seit wann bist du fest im Kindertief? Hauptamtlich seit 5 Jahren, am Freitag. Am Freitag seit 5 Jahren. Genau, du hast ja nicht immer nur im Kinderhospiz gearbeitet, auch wenn man meint, das wäre dein Berufseinstieg gewesen. Du hast ja vorher einen Job bei einem, ich sag mal, doch recht großen Automobilhersteller mit Kastenwagen und Sitz in Düsseldorf gearbeitet. Was war für dich der Schritt zu sagen, ich verlasse meinen wahrscheinlich besser bezahlten Job bei diesem Autohersteller und arbeite jetzt hauptberuflich für das Kinder- und Jugendhospiz? Ja, also es ist nicht gerade der lineare Weg in ein Kinderhospiz wahrscheinlich, aber es ist so, damals ging mir ein bisschen wie der. Ich habe die Öffentlichkeitsarbeit geleitet und das Kinderhospiz kam mit einer Anfrage um die Ecke und hat gesagt, Umweltzone wird eingeführt, unser Fahrzeug ist dafür einfach nicht mehr nutzbar und könnt ihr uns ein Fahrzeug spenden? Ich habe gesagt, ja, wird schwierig wahrscheinlich, aber ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr tut, ich möchte mir das mal angucken. Und ich habe es natürlich trotzdem versucht und ich glaube, es musste einfach so sein, weil ich konnte ein Fahrzeug spenden. Und das heißt, ich hatte eine Hausvorstellung und habe das Haus kennengelernt, hatte dann danach ein kleines Modellauto dabei und habe das auf den Tisch gestellt, habe gesagt, so Leute, ich habe ein Geschenk dabei und alle so, ja, nett. Und ich so, in 2 Monaten steht der hier groß vor der Tür. Und bei dieser Hausvorstellung habe ich einfach mein Herz an das Regenbogenland und an die Kinderhospizarbeit verloren. Ich konnte nicht anders. Und dann hat das eine das andere ergeben. Also ich habe angefangen, von der großen Automobilhersteller mehr zu spenden. Wir haben damals die Familienweihnachtsfeier bei uns gemacht. Dann habe ich angefangen, privat zu spenden. Dann habe ich angefangen, privat meine Arbeit anzubieten, war dann ehrenamtlich im Vorstand. Ja, aber ich habe mein Herz so sehr verloren, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich schmeiß den Job dahin und fange auch hauptamtlich im Regenbogen an. Also man kann ja auch ruhig sagen, ne, wenn dieser Automobilhersteller ein ganzes Auto mit allen Teilen an das Kinder- und Jugendhospiz spendet, dann kann man ja auch ruhig sagen, dass es Mercedes-Benz war, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist mittlerweile auch klar. Ja, leider auf sehr unangenehme Art und Weise ist jetzt wieder auch Bedarf für ein neues Fahrzeug. Ja, ich denke, du hast da schon Kontakt zu deinem ehemaligen Arbeitgeber aufgenommen. Ja. Und ich drücke sehr die Daumen, dass da dann relativ bald ein neues Fahrzeug kommt. Denn mit diesem Fahrzeug macht ihr ganz besondere Dinge. Was genau macht ihr damit? Ja, ich habe eben schon mal gesagt, dass wir versuchen, einfach so viel Leben wie möglich in die einzelnen Tage zu stecken. Das kann ganz, ganz kleine Herzenswünsche sein, das können große Herzenswünsche sein. Das ist eben auch so ein Ausflug mit dem Fahrzeug zum Tierpark zum Beispiel oder mal ins Kino. Einfach das, wonach man sich gerade sehnt, was man gerade gerne machen möchte. Es sind auch mal Sachen dabei, dass man sagt, okay, ich würde gerne noch mal reiten. Und wenn dann vielleicht der Transport schwierig ist, steht halt mal ein Pferd im Regenbogenlandgarten. Das ist auch mal eine Sache, ne? Und eben das ist unser Ziel, einfach die verbleibende Zeit einfach so schön wie möglich und so unvergesslich wie möglich zu machen für alle. Ihr kümmert euch aber nicht nur unheimlich herzlich um die Kinder, die die Erkrankung haben, sondern auch um die restliche Familie. Ja, tatsächlich. Also uns ist ein ganzheitlicher Ansatz wichtig. Wir betreuen und begleiten tatsächlich die gesamte Familie, heißt natürlich die Eltern, heißt aber eben auch Geschwisterkinder. Weil auch bei Geschwisterkindern kann man sich vorstellen, verändert sich das Leben mit der Diagnose des Geschwisterkindes von Grund auf einfach. Und die bekommen häufig nicht die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht bräuchten. Es ist häufig so, dass man sich damit Themen beschäftigt, mit denen man sich im Alter vielleicht gar nicht beschäftigen würde oder auch Verantwortung übernimmt, die man im Alter nicht übernehmen würde unbedingt. Und deshalb wollen wir die mal die ganze Aufmerksamkeit geben, den ganzen Spaß ermöglichen und sie mal in den Mittelpunkt stellen. Aber vielleicht auch mal Großeltern begleiten, ne? Weil du kannst dir ja vorstellen, deren Weltbild wird auch noch mal richtig verrückt, wenn das Enkelkind vor einem geht. Ja, das definitiv. Aber ihr bietet da auch in jeder Hinsicht Unterstützung. Ihr seid jetzt nicht nur Freizeitorganisator für die Familien und Geschwisterkinder, sondern ihr seid auch für den Fall, der dann leider irgendwann eintritt, Trauerbegleiter.
Ja, bei Freizeitorganisator musste ich gerade daran denken, dass letztens ein Jugendlicher zu mir sagte, aber Anja, das ist ja hier wie ein Cluburlaub. Das sind wir auch, aber wir sind eben nicht nur das. Also es ist tatsächlich so, dass auch die Themen Tod, Abschied, Name, Sterben für uns einfach wesentliche Aspekte des Lebens sind. Und wir versuchen denen den notwendigen und würdevollen Raum zu geben und einfach die Familien auf diesem sehr, sehr schweren, sehr, sehr individuellen Weg zu begleiten. Das kann man zum Beispiel, wir haben einen Abschiedsraum bei uns, bei dem man sich noch bis zu 7 Tage von seinem verstorbenen Kind verabschieden kann. Wir geben Trauerrituale mit auf den Weg. Und es ist aber wirklich so, auch selbst in den traurigsten Momenten, bei mir überwiegt immer das positive Gefühl, dass es bei uns passiert, weil ich weiß, dass die Familien nirgendwo so gut aufgehoben sind wie bei uns. Das ist definitiv der Fall. Ich sehe schon, der Olli hat eine ganze Menge zu lesen und damit kommen wir dann zu den Bierdeckelfragen. Ja, das sind sehr, sehr gute Fragen. Wow. Die erste, ich fange mal an mit, gibt es eine Altersgrenze, bis wann Kinder aufgenommen werden bei euch im Haus? Tatsächlich eine sehr gute Frage. Also es ist so, dass wir Kinder begleiten ab Geburt bis zum Alter von 27 Jahren. 2017 sind die ersten jugendlichen Gäste bei uns eingezogen. Ab 2004 gibt es uns. Und da haben wir Säuglinge begleitet bis, und dann Kinder bis zum Alter von 18 Jahren. Und jetzt sind sie 27, unsere jungen Erwachsenen. Mhm. Ich weiß, das kann man immer schwer irgendwie einordnen. Das ist dann wieder so Schubladendenken. Aber die Frage ist, wie lange so im Durchschnitt eure Gäste bei euch bleiben? Das kann man tatsächlich nicht sagen. Also man kann sagen, also was ganz, ganz wichtig ist, was viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass es einen großen Unterschied zum Erwachsenenhospiz gibt. Ja. Und das ist, dass wir schon ab der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung begleiten dürfen. Das okay. heißt, sobald der Arzt in irgendeiner Form eine lebensverkürzende Erkrankung ausspricht, können die Gäste mit ihren Familien schon zu uns kommen. Und das kann ein super langer Weg sein. Also wir haben jetzt einen jugendlichen Gast, den begleiten wir schon 17 Jahre. Und das ist natürlich nicht die Regel, aber das ist eben eine Möglichkeit, die Kinderhospizarbeit möglich macht. Ja. Und wenn die zu diesen, wir nennen es Entlastungsaufenthalte, wenn sie dann kommen, das sind so meistens 30 Tage im Jahr. Und in der finalen Begleitung ist es ganz, ganz unterschiedlich. Also ihr habt dann quasi, kann ich mir das so ein bisschen dann vorstellen, wie so ein Tagesklinikplatz, wo man auch... Ist ein stationäres Kinderhospiz, genau. Meistens sind die Aufenthalte so eine Woche oder 2 Wochen oder mal ein langes Wochenende. Ist ganz unterschiedlich. Habt ihr da auch sowas wie ein Notfallzimmer? Weil es gibt ja vielleicht auch Erkrankungen, wo es schübeweise schlimmer oder auch besser ist. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, ein Zimmer freizuhalten für eben ein Kind, was dann in seiner finalen Lebensphase zu uns kommt, weil... Ich habe gerade gesagt, wir begleiten auch schon Kinder und Jugendliche ganz, ganz lange. Also es kann dann ein Kind sein, was wir schon sehr lange begleiten. Aber der viel häufigere Fall ist, dass dann vielleicht eine Klinik anruft und sagt, ob wir jetzt ad hoc das Kind übernehmen können. Und dann müssten wir ja eine Familie nach Hause schicken, die, ich nenne es jetzt mal wieder Cluburlaub, ihren Cluburlaub bei uns schon gebucht hat. Ja. Was halt von der Logistik sehr, sehr schwierig ist. Ne? Dass man dann sagt, okay, ihr müsst jetzt, oder ihr könnt gar nicht anreisen. Ja. Und um das zu vermeiden, versuchen wir meistens ein Zimmer freizuhalten. Okay. Wie bist du dazu gekommen? Wir haben jetzt zwar dazu gehört, du hast einen großen Fahrzeughersteller, hast das dann kennengelernt, aber wo war für dich klar, das wird mehr als eine Leidenschaft, ich will da wirklich mein Leben reinlegen? Also ich habe mich tatsächlich unmittelbar in die Kinderhospizarbeit verliebt. Aber ich habe das ja eine Zeit lang parallel gemacht. Ne? Also das heißt, ich habe mein Hauptamt bei dem großen Automobilhersteller gehabt. Wir können euch mal Mercedes-Benz sagen, damit der Druck wächst, ein neues Fahrzeug zu spenden. Der Sternchenverein. Und ich habe halt nebenbei dieses Ehrenamt gemacht. Und um einen ganz, ganz krassen Fall zu nennen, das hieß natürlich auch, ich bin auch zu einem Abschied von einem Kind gegangen. Das heißt, ich saß in meinem Job, habe ausgestempelt, bin ins Regenbogenland gefahren. Und Abschied nehmen heißt da, dass wir als Mitarbeiter Spalier stehen, wenn der Sarg des Kindes durchgetragen wird. Das ist so unser Weg der Abschiedsnahme, weil das der letzte Weg des Kindes bei uns im Haus ist. So, das heißt, ich war bei diesem Abschied mit allem, was dazugehört, mit allem Mitfühlen, was dazugehört. Und dann fährst du wieder, stempelst wieder ein. Und ich erinnere mich wirklich, als wäre es gestern, und das ist schon ein bisschen her, dass da ein Kollege neben mir stand und der hat sich aufgeplustert für ein Problem. Das war kein Problem. Und die Eltern, die würden dieses Problem gerne mal 1.000 nehmen, wenn sie nicht vor dieser Situation stünden. Und irgendwann ist die Diskrepanz einfach zu groß. Und dann kann man das nicht mehr ernst nehmen. Und es ist leider so, dass Kinderhospizarbeit ein wahnsinniges Tabuthema ist. Ne? Also Tod, ja. Sterben sowieso, kannst du dir vorstellen. Wenn es dann um Kinder geht, noch viel, viel größer. Ja. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass man viel mehr dafür tun muss, dass das bekannter wird und dass in der Gesellschaft dieser Kinderhospizgedanke bekannt wird. Durch das
dass genau das war unsere Intention von Christian und mir zu sagen, genau das Thema wollen wir mal ins Schlaglicht holen, weil man generell Thema Tod ist erstmal so, oh, wegschieben. Ich hatte gestern noch ein sehr, sehr gutes Gespräch, wo ich gesagt habe, ich selber kenne es noch als meine Oma starb, die war 3 Tage im Wohnzimmer aufgebahrt und heute ist es eher so, oh, ist erledigt, bitte am besten in den Sack und weg. Und bei Kindern ist das natürlich eine ganz andere Nummer, gar keine Frage, aber so das Thema Tod wird so ausgeklammert, obwohl es uns alle irgendwann unausweichlich betrifft. Das ist Teil des Lebens. Das gehört dazu, du bezahlst es mit dem Leben, so sieht's aus. Ich habe aber noch eine schöne Frage, weil du das gerade sagte, Ehrenamt. Mhm. Wenn sich Leute ehrenamtlich bei euch engagieren wollen, ist das A möglich? Brauchen die dafür irgendeine Ausbildung? Werden die dahin ausgebildet? Oder sagst du erstmal generell, ruft an, macht einen Termin, kommt vorbei? Ja, super gerne, immer melden. An die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Also zum Beispiel bei den Infoständen, wo eben dann nochmal der Gedanke der Kinderhospizarbeit in die Gesellschaft getragen wird. Oder bei Veranstaltungen, wenn für unsere Familien oder auch für Unterstützer. Aber eben auch in der Begleitung von lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen oder deren Geschwisterkindern. Da braucht man dann einen Befähigungskurs. Mhm. Für die anderen Sachen gibt es halt interne Schulungen, die wir machen. Aber auf jeden Fall gerne melden. Also wir freuen uns immer über ehrenamtliche Hilfe. Also ihr Lieben, wenn ihr das wahrnehmen möchtet und euch einbringen möchtet, meldet euch gerne. Ihr findet die Adresse und alle weiteren Infos natürlich auch bei uns auf der Webseite. Eine sehr schöne Frage. Ich höre auch raus, du bist da wirklich mit Herzblut bei. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, wie trennst du Beruf und Privat? Kann man das überhaupt? Ehrlich gesagt gar nicht. Nein. Und ich glaube, nur so funktioniert auch Kinderhospizarbeit richtig. Also es ist so, ich sage das ja eben, man fühlt mit. Mhm. Und tatsächlich ist es so, ich habe das Gefühl, Kinderhospizarbeit ist nichts, was man an der Stempeluhr abgibt. Ich persönlich bin einfach mit ganzem Herzen dabei und das bin ich auch gerne. Das bin ich auch gerne 24 Stunden am Tag und so ganz kriegt man das nicht raus. Mhm. Dann habe ich hier einen schönen Vorschlag. Ich weiß, der Herr ist auch im Publikum. Mhm. Der macht. Wäre sonst auch schwierig, die Karte hier abzugeben. Naja, wer weiß, ist heute Mittag per Fax oder wer weiß. Aber gut, wenn ihr erfüllt ja manchmal auch noch Herzenswünsche für Kinder. Es gibt ja einen Herrn, der macht Wagenrennen mit Kutschen. Also richtig mit Pferde und Kutsche und gib ihm durchs Gelände etc. Cool. Ich glaube, wir connecten euch gleich mal. Unglaublich weil gerne, ja. Das wäre vielleicht auch noch mal für das ein oder andere Kind auf jeden Fall ein mega Erlebnis. Sehr, sehr gerne. Und dann gibt es noch eine Frage habe ich. Gibt es bei euch auch oder unterstützt ihr sowas wie tiergestützte Therapien? Ja, und das ist ganz, ganz wundervoll. Ich habe es eben schon mal gesagt, dass wir schon mal einen Pony im Garten stehen haben. Das ist dann ein Therapiepony tatsächlich, aber eben auch die Hundetherapie zum Beispiel. Mhm. Kann man sich vorstellen, eine sehr, sehr beliebte Therapieform. Und es ist großartig zu sehen, was die Hunde dann für einen Zugang finden zu unseren Gästen. Das ist so, so schön. Und die wissen auch genau, jetzt wird gekuschelt oder gespielt und vor allen Dingen bedarf es halt keiner Worte. Mhm. Das ist immer bei der tiergestützten Therapie. Viele unserer Gäste können aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr sprechen. Und diese Therapieformen machen halt trotzdem einen Zugang möglich mit den Tieren. Das ist immer wahnsinnig schön zu sehen. Und es kann eben mal sein, Therapiehunde oder das Therapiepferd. Es kommt auch mal eine mobile Farm vorbei. Und dann haben wir Frettchen und einen Esel und einen Pony und alles Mögliche im Garten stehen. Ja. Ich kenne es selber Hundebesitzer. Ab und zu war ja auch mal im Altenheim. Und für ältere Herrschaften ist es oft, es reicht nur, dass der Hund dort liegt und die noch mal mit dem kuscheln können. Und dann ein Grinsen aufs Gesicht kommt, so noch mal dieses, ah, so fühlt sich Fell an. Es sind so, manchmal sind es die kleinen Feinheiten, die es dann doch so besonders machen. Ne? Ihr Lieben, das waren die Bierdeckelfragen. Dankeschön. Wo du gerade Therapiehunde ansprichst. Mhm. Ich habe das tatsächlich einmal mitgekriegt. Ich war im Kinderhospiz damals. Und da kam halt eben auch ein Tiertrainer mit dem Therapiehund. Und diese Augen von den Kindern werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen. Einfach dieses Strahlen, da kommt ein Hund. Das ist genau das, worum es geht. Den Tagen mehr Leben zu geben, oder? Genau, und wir haben auch noch zum Beispiel Clown-Therapie. Auch eine sehr, sehr beliebte Therapieform. Da bekommen wir Besuch, Achtung, von den Kölner Klinik-Clowns, die uns einmal im Monat besuchen. Und auch da ist es einfach so, so schön. Auch das passiert ohne Worte. Und das geht es einfach darum, tatsächlich die Zeit so schön wie möglich bei uns zu machen.
Du hast gerade gesagt, seit 2017 seid ihr das Kinder- und Jugendhospiz. Ein Neubau musste her. Ihr sitzt in Düsseldorf-Gerresheim. Und da kommt natürlich immer die Frage auf, wie bezahlt man das Ganze? Ich habe damals halt auch die Frage gestellt, ich habe mit der damaligen Geschäftsführerin zusammengesessen und dachte halt auch so, ja, ein Großteil wird von den Krankenkassen bestimmt bezahlt und so ein paar Euro kommen Spenden obendrauf. Ist die Zahl, die ich damals so ganz grob bekommen habe, dass ungefähr 10% nur von den Krankenkassen bezahlt werden und 90% über Spenden finanziert werden? Ist die immer noch aktuell? Nee, da sind wir nicht mehr. Also da geht es tatsächlich um Tagessatzverhandlungen mit den Krankenkassen. Es ist so, ich glaube, dass wirklich ganz, ganz viele Leute eine ganz andere Vorstellung haben, wie Kinderhospizarbeit finanziert wird. Nämlich eben genau, was du auch gedacht hast. Ne? Aber es ist so, dass man kann sich vereinfacht vorstellen, dass die reine körperliche Pflege des Kindes, die wird von der Krankenkasse finanziert und der Rest ist spendenfinanziert. Das heißt, all das, was ich eben erzählt habe, sei es die Hundetherapie, sei es andere tiergestützte Therapie, sei es aber eben auch die Trauerbegleitung, von der wir eben gesprochen haben, das ist alles spendenfinanziert tatsächlich. Und ich denke mal, da braucht man ein paar Euro für. Ja, ich weiß, wie groß euer Team ist. Wie viele hauptamtliche Mitarbeiter habt ihr? Komplett Pflege, Therapie etc. pp. Wie viele Mitarbeiter sind das? Mittlerweile fast 90 Mitarbeiter. 90 Mitarbeiter, ja. Also, wer sagt, ich wusste gar nicht, wo ich mein ganzes Geld hin tun soll. Ja? Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland freut sich definitiv über jede Spende. Und ich kann euch eins versichern, je mehr Geld ihr da hinbringt, desto besser fühlt ihr euch. Das ist, ich habe dieses Phänomen auch gehabt. Wir haben eine Spendenaktion gemacht und dann ist es ein Betrag gewesen von, keine Ahnung, 866 Euro. Fand ich persönlich total blöd, weil das so ein blöder Betrag ist. Und habe dann auch überlegt, komm, rund es auf 900 auf. Dann fand ich auch so, ja, wenn es schon so nah an der 1000 bist, ist 900 auch ziemlich doof. Und habe dann 1001 Euro draus gemacht, weil ich mir dachte, das sieht einfach viel besser aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Geld, was ich da drauf getan habe, das habe ich mit so unglaublich viel Liebe und so viel Freude drauf getan. Und hätte ich es gekonnt, hätte ich auch 2000 draus gemacht. Aber ich bin in der Gastronomie tätig. Ja? Das tut mir leid. Mensch. Ja. Aber es ist tatsächlich so, also wir freuen uns wahnsinnig über Spenden. Und du hast es ja selbst erlebt. Du weißt genau, wo es ankommt und wie es ankommt. Und da ist es tatsächlich so, jeder Beitrag hilft. Und der hilft uns eben dabei, unseren Regenbogenland-Familien schöne Momente zu schenken. Definitiv. Und wo du gerade da bist, wir brauchen übrigens unbedingt ein Spendenhäuschen für unten an der Theke. Sehr gerne. Das sehr hätte ich gerne vorher sagen können, hättest du mitbringen können. Richtig. Ah, jetzt muss ich vorbeikommen. Ach Mensch, freuen wir uns. Schade. Vielleicht begleiten wir dich da mal mit der Kamera. Ich glaube, das wäre doch ein Date, oder? Ja, voll gerne. Gern. Super. Torfbruchstraße 85, ne? 25. 25. Ja, knapp. Also ich weiß auf also jeden Fall... bitte kein Geld in die 85 bringen, ne? Nee. Da ist auch dieses. Ich weiß nicht, was aber. Da ist bestimmt diese Sportbude. Das wird mir nicht passieren, dass ich da Geld hinbringe. Nein. Also, wie gesagt, wer da Interesse hat, ihr könnt jederzeit jede helfende Hand gebrauchen. Ja, freuen wir uns. Ehrenamt ist ganz wichtig. Spenden sind ganz wichtig. Und ansonsten, wenn irgendjemand das Kinder- und Jugendhospiz unterstützen möchte, einfach anrufen, vorbeikommen. Und dann seid ihr eh durch. Super gerne einfach mal vorbeikommen, tatsächlich zu einer Hausvorstellung. Im besten Fall genauso verlieben, wie ich es gemacht habe. Oder auch du. Und dann, wie man es sieht, ist man einfach gefangen. Richtig. Und immer herzlich willkommen tatsächlich. Und dieses Jahr gibt es, glaube ich, noch ein Jubiläum zu feiern, ne? Ja, wir sind 25 geworden. Also beide. Es trägt sich. Ja, wir sind beide jetzt 25. Das ist unser Jahrgang. Also das ist schon verrückt, ne? Dass in diesem Jahr, verrückt, wo wir geboren sind, auch noch der Förderverein gegründet das wurde. Das ist beeindruckend. Das ist, ja, Sachen gibt's. Und der Förderverein ist alleiniger Träger des Kinderhospizes. Und der ist dieses Jahr 25 geworden. Und du bist zufälligerweise auch da. Am 16.06. ist Tag der offenen Tür bei uns im Regenbogenland. Und da eine ganz, ganz, ganz herzliche Einladung. Da kann man sich das Ganze nämlich mal angucken. Da kann man mal schauen, wie sind denn so die Räumlichkeiten. Weil auch da, das ist ganz anders, als man sich das, glaube ich, vorstellt. Total. Man kann unsere Familien kennenlernen, die nämlich auch da sind und einen schönen Tag verbringen. Es gibt was Leckeres zu essen, es gibt ganz tolles Programm. Christian ist den ganzen Tag da. Und ganz, ganz herzliche Einladung. Ja. Absolut, 16.06. Mhm. Einschreiben, aufschreiben. Mhm. Ansonsten 11 bis 17 Uhr. Was? 11 bis 17 Uhr. 11 bis 17 Uhr. Ja, da sehen wir uns auf jeden Fall. Anja, ich bin super dankbar, dass du da warst. Und ich freue mich einfach über das, was du mit deinen 90 Menschen im Kinderhospiz und Kinder- und Jugendhospiz
macht. Das ist unglaublich tolle Arbeit, die gar nicht genug gewürdigt werden kann. Und von daher, schaut alle vorbei und spende, was das Zeug hält. Ich sage ganz herzlichen Dank, Anja Eschweiler vom Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. Und unser Musikgast Alex Seinel. Auch ein riesen Dankeschön an dich, an Olli Fischer. Vielen Dank. Dankeschön an Slebet. Ein riesen Dankeschön auch an euch, dass ihr da wart. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es allen, die ihr kennt. Verschickt die Links rating-ledner.de. Folgt uns auf Facebook, Instagram, YouTube, diesem Internet, also die Homepage und wie es alles heißt. Und ansonsten kommt einfach her, wir erinnern euch, wie die Adressen sind. Und dann folgt einfach, erzählt allen, die ihr kennt, davon, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann behaltet es für euch. Wir sagen Dankeschön an euch, Dankeschön an euch. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Schaut vorbei, denn es gibt dann eine Menge neue Folgen, wenn ihr wiederkommt. Und bis dahin haben wir noch einen geilen Song von Slebet. Still be heard. Things will